Wir spielen Evil Genius 2 World Domination, Super Shogun Weltherrschaft ist mein Ziel. Willkommen bei WB. Zwei Wissenschaftler haben wir bereits gekidnappt und verhört. Einer ist uns wieder entkommen. Wir müssen wieder einen Hammer-Wissenschaftler irgendwo finden. Wir haben nur noch eine Sendeleistung. Das ist echt doof. Wir müssen mehr Sendeleistung produzieren. Wir brauchen noch irgendwo einen Hammer-Wissenschaftler. Gucken, wo wir einen finden. Ist das ein Hammer-Wissenschaftler? Nee, das ist der Kongress. Das war der hier. Da waren wir noch nicht. Ich dachte, das hätten wir schon. Wie viele sind denn noch offen? Weil die gibt es teilweise ja doppelt und dreifach. Eine Anfrage ist offen. Hatten wir nicht irgendwo hier woanders schon was eingestellt? Zapfe kriminelle Netzwerke an. Plus eins. Ja. Ach, das ist das hier. Ah, verstehe. Das machen wir das also schon mal. Das ist die Nebenaufgabe. Ich gehe mal an der Reihe nach durch. Was denn sonst noch hier angezeigt wird? Hier oben. Das ist der Hammerwissenschaftler, der uns noch fehlt. Genau, und den holen wir uns hier. Argwohn plus 40. Wir sind bei 10. Ah, dann sind wir beim Maximum. Dann wird die mal kurzzeitig dicht sein. Das ist aber nicht so schlimm. A trap has been triggered. Dann wird hier für eine Weile hier im Cooldown sein. Und das hier ist die Sache, besuche den dunklen Materie-Kongress auf der Weltkarte. In seiner Delegation zum Jahrestreffen der verkommenen Vordenker. An der wissenschaftlichen Veranstaltung, die sich an interessierte Kriminelle wendet. Nimm am Kongress teil. Ist das der dunkle Kongress? Ist das der dunkle Materie-Kongress? Ich glaube, das ist ein anderer, ne? Das ist das Jahrestreffen der verkommenen Vordenker. Das ist der. Ich glaube, das ist der nicht. Bin mir mal wieder nicht sicher. Was ist denn das hier? Das ist der Hammerwissenschaftler, den wir schon woanders uns holen. Das sind alles nur kleine Aufgaben. Keine storyrelevanten. Die sind auch keine storyrelevanten Geschichten. A trap has been triggered. Ist der das? Ist das der dunkle Materie-Kongress? Also das bedeutet normalerweise, wenn das in groß aufleuchtet, das ist storyrelevant. Ach komm, wir machen das. Kostet aber 10 Berichte. Wie viel haben wir noch? Wir haben 30, ne? 30 Berichte. Und 30 Argwohn mehr. Ach komm, wir machen es mal. Und hoffen, dass das dann passt. Und die Forschung Neues Goldenes Zeitalter brauchen wir auch noch. Und weitere kriminelle Netzwerke müssen wir anzapfen. Eins ist angezapft jetzt. Gucken, wo wir das nächste anzapfen können. Hier sind wir im Lockdown. Ja, es gibt hier auch ein Spiel. Hatte ich eben erklärt. Das hatten wir ja so einen. Es war eingepreist, dass es mal passieren kann. Aber weitere kriminelle Netzwerke sehe ich im Moment bei uns nicht, weil diese Sachen hier, die sollten nicht storyrelevant sein. Goldraum, Tresorkapazität ausgeschöpft. Ist wieder der Hammerwissenschaftler. Den haben wir allerdings schon einmal. Ich glaube, mehr können wir im Augenblick nicht machen. Ich glaube, das war's. Mehr Story-Missionen sehe ich gerade nicht. Keine passende. Einmal zurück hier vorne hin. Mal schauen, wer hier mittlerweile eingeknastet ist. Noch niemand. Der Hammerwissenschaftler muss noch kommen. Wie läuft die Forschung? A criminal network has too much heat and has locked down. Wieder Lockdown. Das war, wie gesagt, hatten wir eben uns schon angeschaut. Wie gesagt, alles eingepreist. Stattdessen kann man auch Missionen durchführen, um die ganze Zeit zu reduzieren. Geht aber auch so. Die Forschung läuft. Was wir echt dringend brauchen, Leute. Ganz, ganz dringend. Wir brauchen noch mehr Sendeleistung. Sendeleistung ist bei plus 1. Die erzeugen wir hier.
ich glaube, hier kriegen wir nichts mehr hin. Sendeleistung geht über Funkverstärker. Da geht nichts mehr hin. Wir könnten, müssen also einen neuen Raum einrichten. Wir haben nur noch einen. Eine Fläche. Hier unten? Ne, hier kommen wir nicht mal hin. Das ist Doppelwand. Das ist die einzige kleine Wand, die wir noch haben. Da können wir das mal mit dem Tresor vergrößern und schenken. Was wir machen könnten, wir könnten... Die Fläche ist ja sehr groß geworden. Die könnten wir etwas reduzieren. Ausgerechnet unseren Eitelkeitsraum. Sollen wir das mal machen? Wir reduzieren den mal etwas. Der kommt hier in die Ecke. Your vaults are almost full. Jetzt geht's. Den schieben wir hier vorne hin. Wieder etwas Erde hin. Ist das ein Mini-Raum? Und ich hoffe, die kommen hier überhaupt alle durch. Ich glaube, es kann sein, dass wir noch ein bisschen, lieber mal sicherheitshalber hier ein bisschen Platz noch lassen. Das von unseren Leuten umgebaut. Da könnten wir hier nochmal einen kleinen Raum einrichten. Aber den Safe, den Tresorraum vergrößern, das geht nicht. Hier ist nichts los. Ach, das gibt's ja gar nicht. Überwachungsstation. Wird nicht benutzt. Ist ja peinlich hoch 10. Sind irgendwelche Gangster, die ja gerade rumlaufen? Ist irgendjemand in Haft? Wird fleißig geforscht und repariert. Missionen laufen. Dauert eine Weile, bis alle Leute dort angekommen sind. Alles okay. Mehr Gold, WB. Ja, wir schwimmen in Geld. Tresorraumkapazität bei 99%. Was ist das hier links? Da können wir noch ausbauen. Ach, das ist ja interessant. Können wir das hier ausbauen? Ach, guckt mal. Ja. So, und da, wir könnten da auch einen Wächterraum hinpacken. Und den Wächterraum da hinten entfernen. Macht das Sinn? Welchen Raum könnte man da außen hinlagern, ohne dass uns das eng und peinlich wäre? Noch ein Kontrollraum. Da kann natürlich auch jemand reinkommen. Da könnten wir noch einen zweiten Kontrollraum hinpacken. Sollen wir das machen? Ich glaube, das machen wir. Wir können auch die Tarnfirma ausbauen, aber wozu? Wir gucken, ob das überhaupt geht, ob man das hier überhaupt bauen kann. Wir machen hier einen weiteren Eingang rein. Eine Tür bitte. Einmal Gang hier vorne. Dann eine Tür rein. Oh, wie peinlich. So geht's, alles klar. Dann käme hier die Tür rein. Das ist der Kontrollraum, oder? Wie heißt der nochmal? Ist das ein Kontrollraum hier? Ich glaube ja, ne?
Ja, Kontrollraum heißt das. Der kommt hier vorne hin. Tür. Passt das so? Ja, geht. Dann schauen wir mal, ob eine Überwachungskamera da noch hingeht. Ja, geht. So rum. Und dann wieder. Ja. Dann setzen wir noch diverse Gegenstände rein für den Kontrollraum. Noch mehr Funkverstärker. Wie machen wir das am effizientesten? Was bringt der Großbildschirm nochmal? Verringert das Wachstum von Argwohn um einen kleinen Wert. Kann man den mehr als einmal bauen? Kann man. Wusste ich gar nicht. Einmal. Zweimal. Ich denke ja, ne? Und das hier? Hier kommt man im Augenblick nicht rein. Das ist fester Stein. Das geht später mal. Prima. You do not have enough power to sustain this build order. Okay, wir brauchen noch mehr Generatoren. Dann machen wir den letzten zurück und bauen erstmal nur die hier. Dann brauchen wir noch mehr Strom, um Gottes Willen. Strom ohne Ende. Passt hier noch Strom rein? Mit Ach und Krach. Das hier muss auch noch gebaut werden. Your vaults are full. Das geht nicht, weil man da irgendwie nicht hinkommt, ne? Und jetzt? Immer noch nicht. Habe ich den falschen Raum gebaut? Nein. Wahrscheinlich, weil es zu eng ist. Wenn man dann durch die Ecke zu dem nicht hinkommt? Eigentlich nicht. Komisch, warum geht das nicht? Die anderen stehen da auch genauso eng. Das ist der Gang. Hier kommt man, ah, da, weil da kein Gang hinführt. Und wenn wir die drehen. Gucken, ob wir die drehen können. Hinbekommen. Das kriegen wir auch nicht hin, ne? Doch, vielleicht, das könnte klappen. Ich glaube, das klappt, oder? Den setzen wir hier hin.
Ja, so kriegen wir das hin. Dann setzen wir einen noch hier vorne hin. Das geht schon wieder nicht. Dann müssten wir die wieder runter. Ach komm, das ist ja nicht zu fassen. Also jetzt packt mich der Ehrgeiz. Ich will nicht wissen, ob das geht. Und den wieder. Der wird entfernt. Und er kommt hier hin. Einmal. Hier ist ja auch noch jede Menge Platz. Also jetzt will ich es echt wissen, ob wie viel man hier noch reingequetscht bekommt. Hier geht auch noch mehr. Sind doch alles hier noch Plätze frei. Mal gucken, ob das funktioniert. Passt hier einer hin? Ja, wer sagt's denn? So können die dann oben da lang. Einmal hier lang. Einer da oben in die Mitte gequetscht. Oder lieber längs gedreht. Das wird aber ganz schön viel Arbeit für die Leute, die alle umzudrehen. Hoffentlich fällt in der Zeit nicht der Strom massiv aus. Da kann man von oben durchlaufen. Das geht. Wir irgendwo noch in die Mitte rein. Der wird nur sehr selten benutzt. Vielleicht hier hinten. Na, das sollte doch gehen. Na, wer sagt's denn? Gucken, wie wir die am engsten hinbekommen.
sollte doch klappen, oder? Aber wirklich, Platz sparen ist das nicht. Dann ist da oben so viel, so eine Riesenlücke, ne? Gucken, was wir da noch alles reinbekommen. Hier ist der Mittelgang, hier kommen die durch, hier können sie überall hinlaufen. Dann laufen sie bis hier hinten hin. Hier ist noch ein Durchweg nach unten, den wir auch nicht unbedingt brauchen. Hallo Boomstick, danke dir für 5 Monate Abo. Hallo Boomstick. Hier kommen wir von zwei Seiten hin. Das geht auch. Sollte man überall rankommen. Darf halt kein Feuerlöscher irgendwann mal benötigt werden. Jetzt gibt es ein Problemchen. Wieso kommt man überall hin? Das klappt. Ja? Leute, das funktioniert. Kriegen wir hier noch einen weiteren untergebracht? Hier unten gibt es irgendein Problem in der Ecke. Aber welche? Warum geht das hier nicht? Geht da nicht, ne? Warum auch immer. Nee, da kommen wir nicht. Das könnte klappen. Ja. Ja. So, ja. Mehr ist nicht dran. Ich weiß, das ist jetzt nicht zielvoll, aber irgendwie scheint das zu klappen. Ne? Das hier vorne, das war sogar überflüssig. Das können wir wieder zumachen. So geht's, ne? Ich glaube, so funktioniert's. Alles klar, einmal bestätigen. Jetzt berichten uns unter Umständen. Das geht nicht. Weil, ach so, weil die hier zugebaut sind. Ach, das ist aber kein Problem. Da müssen wir den eins nach links. Dann ist und den hier. So geht's jetzt doch. Was für eine Bastelei. Alles für ein bisschen Strom. Und für mehr Sendeleistung. Pläne abgeschlossen. Sehr schön, läuft. Danke an der heilige Buddha. Was für ein schöner Nickname. Liebe Grüße, hast du gut ausgesucht. Danke dir. 3 Monate Abo, kein Strom. Alle bitte jetzt die Augen zumachen. Der Superschurke WB will nicht, dass Zweifel in euren Herzen keimt. Alles ist gut. Das ist hier billige Propaganda. Das sind Fake News der guten Menschen. Die behaupten, bei uns gäbe es Probleme. Das ist alles Fake News, Leute. Vergesst es. In Wahrheit ist Strom da.
Das ist eine fehlerhafte Anzeige. Ein Bug bei der Anzeige. Wenn ich den finde, der ja keinen Strom einblendet. Mike hat einen kritischen Kommentar gegeben. Super Schoko WB ist hocheitel und verträgt keine kritischen Kommentare. Schnappt euch Mike, ab mit ihm in die Zelle und danach, danach in den Gehirnwäschestuhl, bitte. Mike soll auf den Gehirnwäschestuhl. Wer sammelt ihn ein? Der Raum muss ein Feld breiter werden, meint Philipp. Wo denn? Wo denn? You've run out of power. Build more generators. Kein Strom mehr. Ach, Bruder von Levin. Sehr diszipliniert. Hat auf meine Fangfrage ist nicht drauf reingefallen. Brodak schreibt, ich kann nicht sehen, WB hat mir befohlen, die Augen zu schließen. Brodak, gut so. Du darfst sie wieder öffnen. Hallo René. Na, ist natürlich ein Pulli. Jetzt ist natürlich überall ist dunkel. Jetzt ist es wieder hell. Jetzt läuft die Forschung wieder an. Keine Kamerafunk. Es wird alles total umgebaut. Wir brauchen ganz dringend unseren Chef hier vorne. Er hilft auch beim Umbauen. What to do? Very well. Da wo der ist, baut man schneller. Eine Wand dünner machen und noch mehr Generatoren. Eine Wand dünner machen. Meinst du die hier links oder welche? Du meinst die Wand hier oben? Das könnte klappen. So. Schnell! Schnell arbeiten! Um mich herum wird bitte wuchtiger gearbeitet. Super Schurke WB befiehlt allen Arbeit. Das war nicht mal im Hinterkopf, Philipp. Kann man noch an Generatoren, die erforschen, die mehr Leistung bringen, müssen wir rauskriegen. Vielleicht gibt's die nachher, mal gucken. Den Aufenthaltsraum links verkleinern, schreibt Petli. Ja, komm, wir haben gleich einen riesen Plus. Wir haben jetzt schon 43 und dann merken wir uns nachher, dass man hier eventuell noch was untergebracht bekommt. Gibt's irgendwo Bösewichte hier? Wir waren lange nicht mehr auf der Weltkarte unterwegs. Seht ihr im Augenblick Schurken? Nee. Alles gut. Wie sieht's aus im Kontrollraum? Der wird noch gebaut. Okay. Gleich kommt ein. Der Argwohnmesser müsste gleich kommen. Ermittler. Wie sieht's denn auf der Weltkarte? Ich sehe einen Schurken, genau im Bild. Jim Raynor. Das merke ich mir. René, ich komme gleich zu dir rüber. Dann zeige ich dir mal, was ich für ein Schurke bin. Ganz schön frech da hinten auf den billigen Plätzen. Unglaublich. Also, das ist die Hauptmission. Den dunklen Materiekongress. Wir suchen mal weitere Missionen. Der Hammerwissenschaftler, ist der nicht mittlerweile schon längst bei uns inhaftiert? Der ist immer noch nicht da. Aber den hatten wir doch bestellt. Vielleicht kommt er noch. Wir müssen weitere kriminelle Netzwerke noch anzapfen. Der Amboss-Wissenschaftler kommt. Auf der Insel angetroffen. Der Amboss-Wissenschaftler? Wir brauchen einen Hammer-Wissenschaftler. Ich brauche keinen Amboss-Wissenschaftler. Was gibt's denn sonst noch hier? Das ist alles nichts Story-Relevantes. Das ist was Interessantes. Was ist das? Your scientists have made a breakthrough. So, das machen wir sofort. Zuerst die nächste Forschung. Die neuen Wachtposten haben wir jetzt. Atomgenerator versorgt den Unterschlupf mit einer mittleren Menge Strom. Sorgt auch für ein heimeliges Nachtlicht, wenn die Klappe offen lässt. Ach toll. Gerade habe ich die ganzen Stromgeneratoren hingesetzt. Jetzt kann ich die demnächst mal wieder abreißen und die Atomgeneratoren dahin bauen. Schalte mir sofort frei. Das ist ja schrecklich hier. Wird gleich gemacht. Und einmal zurück hier rein. So, und jetzt kommt gleich der Wissenschaftler. Und was wir vorher machen, kann man die abreißen oder kann man die upgraden?
kann nur abreißen, ne? Die editieren wir in den verbesserten Wachposten. Cool. Super. Wird das jetzt gemacht? Hat das jetzt geklappt? Ist das ein verbesserter Wachposten jetzt? Nee. Da soll ein verbesserter Wachposten bitte hin. Editieren. Gegenstände. Bewegen. Verkaufen. Wachtposten. Verbesserter Wachtposten. Ach, die kann man doch nicht upgraden. Die kann man nur drüber bauen. Kann man den drüber bauen? Nein. Die müsste man erst entfernen, ne? Ja. Dann machen wir den weg. Dann planen wir mal, dass hier noch für ein paar Fallen mehr noch Platz ist. Einer. Zwei. Drei. Zwei. Brauchen die Strom? Nee, ne? Einen Strom. Und die anderen? Keinen Strom. Okay. Das war schon mal der Unterschied. Feuerwehrlöscher ist klar. Bla bla bla. Boxhandschuhe. Jetzt noch ein Boxhandschuh hier vorne hin. Einer ist schon auf der anderen Seite. Kann man da zwei hinstellen? Geht nur ein zweiter Boxhandschuh? Nee. Kann man hier einen Boxhandschuh hinstellen? Ja. Ich hatte. Gerade ging es doch. Hier. Da geht nicht wegen Feuerlöscher, ne? Aber hier. Einer. Zwei nebeneinander. Super. Zwei Boxhandschuhe. Brauchen die auch Strom? Ja, zwei. Fein. Das reicht. Und die hier unten brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Ich habe noch nie erlebt, dass hier Leute reinkommen. Wir behaupten mal... Wobei, wenn hier einer steht, der keinen Strom verbraucht, das ist nicht so schlimm. Es läuft, Leute, es läuft. Es blüht, wächst und gedeiht. In einer Minute kommt ein... Und wir können noch was machen. Wir können Schließfächer bauen mittlerweile. Strom, 98 Strom. Hier vorne wird auch fleißig gebaut. Da müssen wir gleich noch Schließfächer errichten und dann soll er mal kommen. Sollen mal die feindlichen Agenten kommen. Und wir müssen noch einen weiteren Wissenschaftler und so viele andere Dinge und Kleinigkeiten noch machen. Ganz viel noch.